We are fighting a war against Russia. Wann wird man je verstehen? Eine solche Entscheidung und angesichts der Dimension, die diese Waffe mit sich bringt. Und deshalb möchte ich diesen Bürgern und Bürgern hier und an dieser Stelle sagen, vertrauen Sie mir, vertrauen Sie der Bundesregierung. Irgendwo muss dann ja Schluss sein, sondern es muss ja irgendwo mal die Grenze erreicht sein, wo man sagen kann, das gehört nicht mehr zur Unterstützung einer Verteidigung. Vertrauen Sie der Regierung, vertrauen Sie auch mir. Wir werden uns weiterhin nicht von öffentlichem Druck und von lautem Gerede beeindrucken lassen. Finanziell, mit humanitären Mitteln, aber eben auch mit Waffenlieferungen. Das haben wir in einem Bruch mit jahrzehntelanger Staatspraxis in Deutschland getan. Und mittlerweile kann man sagen, in Europa sind wir es und Großbritannien, die die meiste Unterstützung mit Waffen für die Ukraine zur Verfügung stellen. Und wenn man fortrechnet, was wir alles schon für Entscheidungen getroffen haben, kann man sagen, Deutschland wird immer. Haben wir entschieden, dass wir schwere Waffen liefern, die Panzerhaubitze, den Mehrfachraketenwerfer, was Artillerie betrifft. Wir haben dem Flakpanzer Gepard zur Verfügung gestellt und tun das weiter. Ein modernes Luftabwehrsystem wie Iris-T, wo gerade neue Flugkörper geliefert worden sind und wir auch weitere Systeme liefern werden. Das Patriot-System, wie ich vor kurzem zusammen mit der Regierung entschieden habe. Und das sind alles Maßnahmen, die dazu beitragen, dass die Ukraine sich verteidigt. Das ist ein historischer Tag. Sie haben gerade die Fundamente der deutschen Außenpolitik der Nachkriegszeit über Bord geworfen. Und die besondere Verantwortung Deutschlands für die Opfer des Zweiten Weltkrieges war sinnstiftend für die junge Bundesrepublik. Und hier ging es natürlich in erster Linie um die 6 Millionen jüdische Mitbürger, aber auch um die 20 Millionen Frauen, Kinder und Männer, die in der Sowjetunion getötet wurden. Und ihre großen sozialdemokratischen Vorgänger, Helmut Schmidt und Willy Brandt, haben sich in besonderer Weise für den Frieden, für die Versöhnung eingesetzt. Und Willy Brandt hat dafür sogar den Friedensnobelpreis bekommen. Und nie wieder Krieg, keine Waffen in Kriegsgebiete, das waren die Fundamente deutscher Außenpolitik der Nachkriegszeit. Lasst uns zusammenstehen, lasst uns kämpfen für eine neue Welt, für eine anständige Welt, die jedermann gleiche Chancen gibt, die der Jugend eine Zukunft und den Alten Sicherheit gewährt.